Smackboom präsentiert das Geeksche Terzett. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebtesten Familiensendung des bekannten Universums. Herzlich willkommen zum Geeksche Terzett. Und wo wir schon von Familiensendungen sprechen, heute befassen wir uns mit einem Medium, bei dem man zu unserer Jugend meist volljährig sein musste, um es aus der Videothek ausleihen zu dürfen. Die Cosby-Show. Wir sprechen hier nicht von den kleinen Schmuddelfilchen, mit denen Mama und Papa gerne alleine sein wollten. Nein. Ich muss nochmal durch meine Notizen gehen. Wir sprechen von den Filmen, bei denen das Blut spritzte, die Reifen quietschten, die Colts knallten, die Gebäude explodierten und die Schurken mit einem amüsierten One-Liner ins Jenseits befördert wurden. Also über nichts anderes als den Actionfilm. Unser Hauptaugenmerk möchten wir jetzt hier auf epochale Actionhelden beziehen. Und zwar, wie hat sich der Actionheld verändert? Hat er sich zum Guten verändert? Hat er sich zum Schlechten verändert? Hat er sich überhaupt verändert über die letzten Jahrzehnte? Begonnen mit den 80er Jahren. Und die Frage ist, warum befassen wir uns mit diesem Thema? Was würde Conan der Barbar dazu sagen? Conan, was ist die größte Freude eines Mannes? Mit dem Nerd zu kämpfen, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschwätz der Geeks. Und diese Geeks, mit denen sitze ich auch heute wieder hier zusammen. An meiner Seite befinden sich Björn McClane. Ja, hallo. Und Andresta Stallone. Einen wunderschönen guten Abend, ich hasse dich, Jörn. Ganz kurz, haben wir die Ehre hier mit Jörnald Schwarzenegger? Das ist vollkommen korrekt. Ernsthaft? Jörnald Schwarzenegger befindet sich an eurer Seite. Doch bevor wir in unsere Thematik des Abends, des Tages, des Nachmittags einsteigen, möchten wir uns wie üblich einmal, weil wir uns auch in der Corona-Phase natürlich nicht täglich zu Gesicht bekommen, wissen, womit wir uns jüngst die Zeit vertrieben haben. Gab es da irgendwelche schönen, nerdigen Dinge, mit denen ihr euch die Freizeit versüßen konntet? Ja. Yes. Lassen wir doch den André an. Mach ruhig. Ja, es gab tatsächlich ein paar Sachen. Erstmal so ein paar Sachen, über die ich nicht länger reden will. Gut, länger sowieso nicht. Hattest du The Orville neulich erwähnt bei unserem Cyberpunk-Podcast? Ich glaube, es war nicht bei Cyberpunk. Ich glaube, es war bei einem anderen Podcast. Und da habe ich aber irgendwann erwähnt, dass ich mit The Orville begonnen habe. Ich meine, es ist etwas länger her und es war nicht der letzte, aber ich habe es erwähnt, ja. Ja, ich glaube, dein Urteil war recht lobend. Ich habe es weggebinged. Also die zwei Staffeln, die es davon gibt. Ich fand es echt gut. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass dir das gefallen würde. Und dann habe ich, nachdem wir Cyberpunk gesprochen haben, noch ein bisschen Cyberpunk gespielt und irgendwann gab es dann aber ein Angebot im PlayStation Store. Für 13 Euro habe ich mir Assassin's Creed Origins geschossen und habe da schon ziemlich viele Stunden reinversetzt. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist natürlich ein absolut lackgepolischtes Spiel von jemandem, der ständig Open-World-Games macht. Aber unabhängig davon, wie ich die Qualität des Spiels bewerte, wenn ich das vorher gespielt hätte, wäre, glaube ich, mein Urteil für Cyberpunk noch schlechter ausgefallen. und das, nachdem du ein Ubisoft-Spiel gespielt hast, Respekt. Ja, das ist echt hart, ne? Das ist wirklich hart. Ja, ja, wobei Assassin's Creed Origins ja, glaube ich, in den letzten Jahren dann doch sehr gelobt wurde, ne? Also das ist ja, für Assassin's Creed-Verhältnisse war das ja erstaunlich vielseitig und erfrischend. Ja, also ich finde es tatsächlich auch ziemlich gut. Ich mochte Black Flag, aber ansonsten war ich nie so im Thema. Eine Info für dich, Björn, die dich vielleicht freuen wird. Ich habe endlich angefangen, Neverwhere zu lesen. Von Neil Gaiman, ne? Ja, genau. Hat man mal drüber gesprochen. Du sagtest halt, es wäre dein Lieblingsbuch von Neil Gaiman. Ja. Und gefällt mir auch echt gut. Aber man erkennt auch seinen Stil sofort. Das ist ganz, ganz typisch für ihn. Aber was ich eigentlich erzählen will als Nerdiges, ich hab neulich mal wieder ein iOS-Spiel runtergeladen. Hatte ich irgendwie Bock drauf, wurde, glaube ich, auf Heise empfohlen. Und zwar fand ich das ganz witzig. There is no game. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Von Draw Me a Pixel. Das ist schon 2015 erschienen. Gibt es auch auf verschiedenen Plattformen.
Und das ist halt ein Spiel, das sich weigert, dass du es spielst. Und dass dir die ganze Zeit erzählt, es gibt gar kein Spiel. Das will ich die ganze Zeit dazu bringen, das Spiel aufzuhören. Das ist halt letztlich so ein Puzzler. Erinnert mich ein bisschen an The Game von David Fincher mit Sean Penn und Michael Douglas. Nicht, dass du auch in irgendwie so eine Sache reingezogen wirst, ne? Ja, wer weiß. Wäre vielleicht mal ein bisschen Aufregung in Corona-Zeiten. Ja, aber das ist halt ganz, ganz witzig gemacht. Das sind halt so Knobelrätsel, wie man das Programm dann immer wieder überlisten kann, um dann wieder weiterzukommen auf den nächsten Bildschirm und so. Wenn man den Trick einmal kennt, ist die große Überraschung natürlich weg, dem sich die Spielemacher, glaube ich, erhofft haben. Aber ich finde es halt echt ein nettes Spiel, wenn man was für zwischendurch sucht. Das ist nicht teuer, kostet ein paar Euro. There is no game von Draw Me a Pixel. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe spielerisch noch in Spiele oder Zeit in Spiele versenkt, die auf jeden Fall ein Game sind. ich habe endlich Yakuza Like a Dragon durchgespielt und es ist für mich, kann ich jetzt schon sagen, eins der besten RPGs der letzten Jahre, definitiv. Und für mich höchstwahrscheinlich das beste Yakuza-Spiel aller Zeiten. Ich fand es wirklich absolut großartig. Ist ein ganz hoher Contender dieses Jahr bei Menschenbooms Emotionen für mein Spiel des Jahres. Björn spricht sehr oft über Yakuza. Jetzt schon. Und ja, ich habe es jetzt endlich hinter mir. Ich bin mal gespannt, was jetzt so bei mir folgt als nächstes. Ich habe, gibt's auch ein Review bei uns auf dem Kanal Speed Limit gespielt. Das ist so ein kleines Actionspiel. Da habe ich auch sehr viel Zeit reingesenkt, halt, um es mal so richtig schön auseinanderzunehmen. Ist echt ein ganz cooler Titel. Vielleicht ein bisschen zu kurz, dafür aber auch sehr abwechslungsreich. Und da du gerade schon Bücher erwähnt hast und das Lesen, ich lese echt schon in den letzten Monaten wieder sehr, sehr viel. Ich bin momentan ganz weit schon mit der Expanse-Reihe, habe da jetzt schon mehrere Bücher von gelesen. Ich finde die super. Also ich, ja, da hatten wir drüber gesprochen. Cool. Hab die Serie, also bin ich auf Stand. Ich habe auch die letzte Staffel Expanse gesehen. Weicht es stark ab? Oder haben die sehr viele kreative neue Entscheidungen für die Serie getroffen? Nee, es geht. Also die sind sehr buchnah. Also wirklich sehr buchnah. Buchnäher als zum Beispiel Game of Thrones ist. Was? Die Serie, das einzig wahre. Ja, genau. Das Einzige, was im Buch auch vorkommt, ist der Kaffeebecher, der vor Daenerys steht. Ja, und die Nacktheit. Nee, aber mir gefällt es wirklich richtig gut. Ich würde so weit gehen, jetzt schon zu sagen, also zumindest in den ersten Bänden, dass mir die Bücher besser gefallen als die Serie. Und ich glaube, wenn ich die Bücher erst gelesen hätte, wäre ich auch besser reingekommen. Also die Bücher nehmen dich mehr an die Hand und sind auch, was die Einführung von Charaktere geht, zumindest zu Beginn, wo es meiner Meinung nach in der ersten Staffel so ein bisschen hapert, wesentlich besser. Die sind wesentlich besser, als das die Serie gemacht hat in der ersten Staffel. Ja. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil, das macht mich jetzt natürlich total heiß, weil ich sowas liebe, so große Epen. Und es war mir halt einfach nicht bewusst, bevor ich The Expanse, die Serie, gesehen habe, dass es das in Buchform gibt. War bei mir aber genauso, ich wusste das vorher auch nicht. Ja, das Schlimme ist halt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich halt, nachdem ich die Serie oder den Film gesehen habe, wenn ich dann das Buch lese, kann ich mich nicht mehr auf das Buch einlassen, weil die Charaktere stelle ich mir immer so dann vor, wie sie im Film waren. Ja. Es ist sehr schwer für mich, davon abzuweichen. Das kommt drauf an. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Ich muss gestehen, dass ich den Herr der Ringe erst gelesen habe, nachdem ich die Filme gesehen hatte. Und da fiel es mir gar nicht schwer, mir die Figuren anders vorzustellen. Das liegt ja bei den Herr der Ringe-Filmen. Ja, das sind daran, dass die mit vielen Dingen, darüber sprechen wir auch irgendwann mal, sehr von den Büchern abweichen, auch wenn es getreue Verfilmungen sind. Aber da hatte ich das Problem nicht, da konnte ich es ganz gut ausblenden. Also bei mir ist es tatsächlich nur so, dass ich bei den Büchern nur immer das Problem habe, dass die Charaktere für mich im Kopf dann so aussehen wie im Film, aber ansonsten kann ich das so abstellen. Die Stimmen sind dann auch in meinem Kopf ähnlich, wie wenn die sich unterhalten. Aber also ich habe jetzt bei Expanse keine großen Probleme. Ich finde das, ich finde es echt gut. Mir macht Spaß, die Bücher zu lesen gerade. Ja, ich will auch Bock drauf. Naja. Ja, ich habe mir auch ein paar Sachen jüngst angeschaut. Also vor allem habe ich mir ungefähr 20 Mal den Mortal Kombat Trailer jetzt angeguckt, um zu gucken, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es gut oder nicht so gut finde. Einige Elemente gefielen mir. Ich wollte am liebsten das Podcast-Thema ändern in Trailer des neuen Mortal Kombat Films, der im April
rauskommt. Ich habe mir zu deiner großen Freude den Trailer tatsächlich jetzt auch noch kein Mal angeschaut. Ja, sehr schön. Aber darüber wollen wir nicht zu lange reden. Ich habe endlich weitergespielt bei Hellblade Senua's Sacrifice. Ganz tolles Spiel, was ich hier empfehlen kann. Da will ich nicht zu lange drüber sprechen, aber ansonsten habe ich auch mal wieder einen Comic gelesen, den ich vor kurzem geschenkt bekommen habe von einem lieben Menschen. Und zwar Doomsday Clock. Das ist die Fortsetzung von Watchmen. Wer hat mir den eigentlich geschenkt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, lieber Mensch kann hier nicht dabei sein. Nee. Und mir gefällt es sehr gut. Ich mochte den, also ich hatte auch, habe den die Watchmen, den Watchmen-Zyklus in einem Gesamtband. Und mir gefällt ganz gut, wie die das hier fortschreiten lassen und auch, wie sie das mit dem DC-Universum verbinden. Weil das war ja eigentlich so ein bisschen losgelöst voneinander. Und in diesem Doomsday Clock wird das Watchmen-Universum an das DC-Universum herangeführt. Und da haben sie eine ganz, wie ich finde, natürlich etwas abgefahrene, aber ganz gute Lösung gefunden. Und mir macht das gerade sehr Spaß. Ich bin jetzt ungefähr beim 4. oder 5. Band. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele insgesamt das sind. Das ist ja jetzt das Gesamtwerk in einem, was ich hier bekommen habe. Also kann ich es komplett lesen. Und da bin ich auf jeden Fall gerade dabei, das zu Ende zu lesen. Und was ich angefangen habe, und da hatte ich keine andere Wahl, als es mir als Stream zu kaufen, war, und ich dachte mir, ja gut, es ist Corona-Zeit, ich gebe mein Geld eh für nichts anderes aus und habe mit Raised by Wolves angefangen. Ah, okay. Ist eine Serie, bei der Ridley Scott bei einigen Folgen Regie geführt hat. Das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht, weil ich von Ridley Scotts Werken zuletzt nicht besonders überzeugt war. Die Idee dahinter stammt aber von dem Drehbuchautoren, der beispielsweise, wie hieß der Film von Denis Villeneuve mit Jack Gyllenhaal und Hugh Jackman? Nicht Enemies, sondern... Ich komme gerade nicht auf den Titel. Ich komme auch nicht drauf. Dieser Thriller, ne, mit den entführten Kindern. Genau, meinst genau. Du? Der dieses Drehbuch geschrieben hat, der hatte die Idee zu The Race by Wolves, was ein Endzeit-Szenario ist, was mich ja generell sowieso direkt wieder... Prisoners. Abholt. Prisoners, genau. Und bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich habe jetzt 4 Folgen gesehen. Religiosität ist ein starkes Thema. Wo bis schaust jetzt, du das? Ich schaue es... Also ich über einen TV-Stick konnte ich mir die Serie kaufen. Okay. Als Datei. Also ich habe die jetzt auch als, als Mediendatei bei mir auf dem Fire TV-Stick drauf. Ich hab mich gefragt, ob es das irgendwo gerade irgendwie im Stream sonst umsonst gibt oder sowas. Ich habe nämlich auch schon sehr viel Positives drüber gehört. Ja, mir gefällt es bis jetzt auch sehr gut, weil die Charaktere alle durchaus ja ambivalente Motivationen oder Handlungen haben. Und die Serie bis jetzt, obwohl die Religiosität ein starkes Thema ist, noch nicht so preachy ist. Also die möchte mir gegenüber als Zuschauer kein Moralapostel sein. Ich hoffe, dass die Serie das bis zum Ende durchhält, weil das könnte mir das Seriengefühl kaputt machen. Aber bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ist das denn eine Action-Serie? Naja, also es sind natürlich einige Action-Elemente da. Und diese Action-Elemente, die werden woanders natürlich wesentlich weitergetragen und ausgedehnt, und zwar im Action-Kino. Ich für meine Verhältnisse muss ja gestehen, dass ich schon seit jeher ein großer Fan des Action-Kinos bin. Ich mochte Action-Filme schon immer gerne. Viele sagen ja, oh, die sind so hirnlos, ah, das ist so blöd, das ist so unlogisch. Aber mir haben Action-Filme schon mit meinen jüngsten Jahren viel gegeben. Ich weiß noch, als mein Bruder und ich zum ersten Mal alleine zu Hause waren und nachts die ungekürzte Wiederholung von Running Man geguckt haben, noch einstelliges Alter hatte. Und ich fand das so großartig. Und bis heute gucke ich einfach gerne Actionfilme. Wie ist das denn bei euch eigentlich so? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch sehr 80er-Jahre Actionfilm geprägt. Als kleines Kind, ich habe Running Man unter Garantie auch gesehen, als ich vielleicht noch in einem einstelligen Alter war, höchstens 10, 11 gewesen. Und ja, ich mag bis heute auch sehr, sehr gerne Actionfilme und auch Actionserien. Also definitiv ein Genre, das mich auch immer gereizt hat und schon immer Spaß gemacht hat. Aber es darf auch nicht zu hirnlos sein. Ja, bei mir war es früher ganz genauso. Also ich bin natürlich auch mit diesen Filmen aufgewachsen und ich fand, also so in Erinnerung,
Du hast ja gerade diese 18, ab 18 Anspielungen schon mal gemacht in der Einleitung. In Erinnerung waren die Filme umso interessanter und umso besser, wenn man wusste, da kommt irgendwo eine explizite Gewaltszene vor. Das ja, ist ja nicht also, so wie heute, wo du in jedem Nachmittagsserienprogramm halt Köpfe durch die Gegend fliegen ja. saß, sondern da war es halt mal eine Szene, die vielleicht, wo man mal Glück hatte, in einer Vision gesehen hat, dass da noch drin geblieben ist. Aber dafür, gibt es sowas heutzutage in Actionfilmen ja nicht mehr. Das stimmt, ja. Dazu kommen wir noch. Das ist ein Punkt, den ich nachher auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte. Aber es stimmt schon, was du gerade sagst, André. So mit 12, 13 war ein Film automatisch 2 Level besser, wenn er ab 18 war. Das war auf jeden Fall so. Ja. Das stimmt. Und, macht ja auch ein bisschen Reiz aus. Also heute habe ich da ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu. Zum Actionfilm, ja, weil ein Actionfilm an sich interessiert mich gar nicht mehr so. Heute habe ich, ein Film spricht mich wirklich an, wenn es irgendwie Science-Fiction oder Fantasy-Elemente hat, irgendwie sowas in die Richtung, können auch mal eine interessante Thriller-Handlung sein oder eine Charakterhandlung oder auch spannende Filme, wo ich halt irgendwie einen abgefahrenen Ansatz sehe, manchmal auch langsame Filme, wo halt irgendwie bildgewaltig gearbeitet wird. Aber der pure Actionfilm wie früher, da denke ich mir ganz häufig, wenn ich mir so Filmbeschreibungen durchlese, naja, been there, seen that, interessiert mich nicht so richtig. Hin und wieder schaue ich dann mal ein und bin dann irgendwie auch ganz gut unterhalten. Aber ja, André, danke, dass du da warst. Ja, ich hatte heute sowieso nicht so viel Zeit. Hat mir wie immer keinen Spaß mit euch gemacht. Ich mache jetzt was Vernünftiges. Ich schaue irgendwie vielleicht einen Arte-Film oder so. Und wir wollen ja heute vor durch allem die Nacht mit Jörn und Björn. Und wir wollten ja heute vor allem darüber sprechen, was macht die Action-Ikone aus? Natürlich ist es beim Actionfilm genauso wie bei anderen Filmen, auch bei den hirnlosen Actionfilmen, so, dass natürlich die Charaktere ein tragendes Element sind. Jetzt hatte ich gerade schon einmal in den Raum geworfen, was für ein Actionfilm ich zum ersten Mal gesehen habe und dachte, wow, das war Running Man. Der ist ja von, ich glaube, 86 oder 87, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das ist ja so diese Hochphase des Actionfilms der 80er. Und jetzt ist die Frage, wie viele ikonische 80er-Helden gibt es denn? Jetzt müssen wir ja erstmal ausmachen, was macht denn überhaupt diesen 80er-Jahre-Actionhelden aus oder macht den 80er-Jahre-Actionhelden überhaupt irgendwas Ich hänge jetzt gerade noch daran, dass du dich noch an deinen allerersten Actionfilm, den du je gesehen hast, erinnern kannst. Das finde ich auch krass. Das finde ich auch heftig. Also das könnte ich auch nicht sagen von mir, was der allererste war. Aber ja, keine Ahnung. Also um den Faden mal aufzunehmen von Jörn, was macht einen typischen 80er-Jahre-Actionhelden aus? Darüber habe ich auch nachgedacht. Und bin da zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Im ersten Moment dachte ich bei den typischen 80er-Jahre-Actionfilmen, natürlich kam mir sofort Arnold Schwarzenegger in den Kopf als allererstes, für den du ja jetzt gerade auch schon mit Running Man erwähnt hast. Das liegt daran, weil Arnold Schwarzenegger sehr häufig auch dieselbe Rolle gespielt hat in den 80ern. Ne? Also er hat ja mit Conan eigentlich eher einen wortkargen Hau-drauf-Typen gespielt, der aber abseits von Conan und von der Terminator-Rolle hat er danach ja meistens immer diesen muskulösen, Clean-Cut-One-Liner-Typen gespielt. Also diese Rollen Dutch aus Predator, John Matrix aus Phantom Commando, dann Douglas Quaid aus Total Recall, Ben Richards aus Running Man. Das sind alles dieselben Charaktere, die er immer wieder gespielt hat. Und das ist natürlich schon eine ziemliche Erfolgsformel gewesen. Also du hattest einmal diesen Actionhelden mit Arnold Schwarzenegger, dann hattest du einmal diesen Actionhelden, der so aus dem Nichts, aus der Gosse zum Helden wurde, der Traumatisierte. Und das war Sylvester Stallone mit Rocky und Rambo, der auch ziemlich immer dieselbe Rolle gespielt hat, nämlich so von ganz unten nach ganz oben, dann zu diesem Tough Guy. Mhm. Und du hattest dazu dann noch, das ist für mich so dieser dritte prägnante 80er-Jahre-Actionheld, ist John McClane, dieser völlig Verletzliche, der Anti-Held, der nicht so muskulös ist, der nicht so viele Haare auf dem Kopf hat, aber auch einen coolen Spruch, dieser Typ von der Ecke, der ein einfacher Polizist ist und da reinkommt und das dann macht und nicht dieser Superhelden-Action-Mensch ist. Das sind so für mich so diese drei 80er-Jahre-Typen. John McClane bin ich nicht ganz dabei. Ich finde, der ist nicht verletzlich. Also im ersten Film schon. Er ist nicht so der Archetyp des Helden total, weil er nicht unfehlbar ist, denn immerhin hatte er ja nochmal diese Probleme mit seiner Frau, mehr oder weniger.
Da wird die, also die, auf die Frauenrolle kommen wir gleich mit Sicherheit noch zu sprechen. Da ist, nimmt die Frau schon eine stärkere Position ein, während das bei den anderen Helden eigentlich eher weniger der Fall ist. Und jedenfalls aus dieser Episode. Ja. Ja, aber ansonsten bin ich da bei dir. Für mich, wenn man mich nach dem klassischen 80er-Jahre-Helden gefragt hätte, ist das für mich John Rambo. Also das Rambo ist aber nur meiner persönlichen Erfahrung geschuldet. Den fanden wir früher als Kinder ganz toll. Das ist übrigens auch so eine Sache, dass man als Kinder oder wir damals zumindest die Actionhelden toll fanden, ohne jemals die Filme gesehen zu haben. Ja, das stimmt. Ich habe noch nie wirklich einen Rambo-Film gesehen. Nur Rambo 1 und Rambo 4 und Rambo 1 erst zig Jahre später. Ich kannte so Szenen daraus aus diesen alten 80er-Jahre-Rambo-Filmen. Für mich war Rambo aber dann wirklich auch eher dieser Kriegs-Actionheld als das, was er im ersten Film eigentlich ist. Das war aber bei uns allen so, als wir den ersten Rambo-Film gesehen haben. Also ich war recht überrascht, als ich den ersten Rambo-Film gesehen habe. Aber einmal ganz kurz zu einer Sache, die du gerade gesagt hast, Björn, wegen der Ausgrenzung oder Abgrenzung zwischen Stallone und Schwarzenegger. Die kann man, glaube ich, so unterschreiben. Es gibt aber trotzdem eine Sache, die beide verbindet. Und da fallen noch solche Leute rein, wie Chuck Norris zum Beispiel, auch wenn Chuck Norris nicht diese Physik hatte. Ja, Chuck Norris hat das, was Arnold und Sylvester nur für VHS gemacht. Ja, genau. Auch wenn er nicht die Physik hatte, die Stallone und Schwarzenegger hatte, war es trotzdem, dass er oft dargestellt wurde mit freiem Oberkörper oder freien Armen, sodass er besonders gut kämpfen konnte, worauf man in vielen Bereichen großen Wert gelegt hat, das war eben diese große Physik. Das ist wie beim Wrestling zum Beispiel, wo man früher auch sehr auf den muskulösen Hulk Hogan gesetzt hat und heute mehr auf diese technischen setzt. Und du hast, ich komme auch gleich nochmal dazu, du hast eben auch diese andere Sparte. Aber das Erste, was einem so einfällt beim 80er-Jahre-Actionhelden, ist die starke Physik. Guck dir Predator an, außer Dutch Schäfer. Guck dir die komplette Truppe mal an. Das stimmt. Da trieft das Testosteron ja nur. Übrigens Jesse the Body Ventura, Wrestler zu diesem Zeitpunkt dabei. Ja, und dann hat man eben noch man ist auch in den 80ern schon andere Wege gegangen. Du hast gerade John McClane genannt. Ich würde gerne einmal Martin Riggs und Roger Murtaugh noch in den Ring werfen. Axel Foley. Wollte ich auch noch sagen, ganz wichtig. Aus Lethal Weapon, weil Mel Gibson oder Martin Riggs natürlich auch diese Militärvergangenheit hat und war ein krasser Nahkämpfer. Mhm. Die kriegen aber sehr oft aufs Maul, werden teilweise gefoltert und im zweiten Lethal Weapon kann Riggs es nicht verhindern, dass sein Love Interest umgebracht wird und wird selber fast umgebracht. Das ist was anderes als diese Arnie-Sachen. Ja, eine unzerstörbare Maschine ist und eigentlich nicht gestoppt werden kann. Deshalb würde ich, also ich hätte jetzt zum Beispiel auch, ich habe mir die auch aufgeschrieben, Riggs und Murtaugh zum Beispiel, die habe ich bei mir in die Kategorie zu John McClane mit dazu gepackt. Genau. Zum Beispiel. Ich finde die nämlich auch sehr, sehr ähnlich, also auch was die Darstellung angeht, außer dass jetzt natürlich Riggs und Murtaugh ein bisschen, genauso wie Axel Foley, ein bisschen mehr noch in diese Comedy-Schiene mit reingehen. Ja, genauso. Aber von der Charakterzeichnung her sehr ähnlich. Genau wie Axel Foley, der eben auch eigentlich nur ein einfacher Cop ist, der sich natürlich im Hand-to-Hand-Combat gegen andere Leute zur Wehr setzen kann, aber auch von mehreren Leuten übermannt wird und nicht dieser Übermensch ist. Ja. Also man ist auch schon diese Wege gegangen. Und dann möchte ich ganz kurz nochmal das Frauenbild, was André gerade einmal angesprochen hat, reinwerfen, weil man hatte grenze jetzt auch Terminator 2 einmal aus, ich nehme nur Terminator 1. Dennoch, wenn man sich das Character-Arc von Sarah Connor innerhalb dieses Films einmal ansieht, ist sie am Anfang, wenn man so will, das Damsel in Distress. Und am Ende ist sie diejenige, die Kyle Reese stützt, auch wenn Kyle Reese nicht überlebt, und diejenige, die den Terminator zerstört. Da ist man also auf einen ganz anderen Weg Anfang der 80er gegangen. So wie man es dann zwei Jahre später vom selben Regisseur mit einer Figur gemacht hat, die eigentlich aus den 70ern stammt, aber erst in den 80ern zur Actionfrau eigentlich wurde, und das ist Ellen Ripley. Und da hat man eben auch nochmal so eine Nische bedient. Da gab es die ersten starken Frauenfiguren in der Popkultur in Actionfilmen. Das stimmt. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich, weil das eigentlich aus meiner Sicht eine Ausnahmeerscheinung ist in der Zeit. Da gab es wirklich nicht viele von. Ich finde, wir haben noch... Bitte?
die Filme waren trotzdem sehr populär. Also Ripley und Sarah Connor, die sind nicht erst im Laufe der Jahrzehnte zu Kultikonen geworden, sondern diese Filme waren schon große kommerzielle Erfolge. Erstaunlicherweise muss man sagen, in dieser Zeit. Ne? Also in dieser Zeit war das ja wirklich was, wie ich gerade schon gesagt habe, was außergewöhnlich ist. Und das hat den Filmen keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Also Ellen Ripley ist halt bis heute einfach eine Ikone. Ne? Also Sarah Connor natürlich auch. Aber Ellen Ripley fand ich noch ein bisschen prägnanter. Sarah Connor war ja eher subtil. Also die hat sich ja wirklich eigentlich auch dann von der Hausfrau und Mutter entwickelt in diese starke Frau. Das stimmt, ja. Ich will jetzt nicht behaupten, dass eine Hausfrau und Mutter keine starke Frau sein kann. Ihr kennt das. Ich tapp schon wieder den Shitstorm, sehe ich schon wieder. So war es nicht gemeint. Ich glaube, mein Argument versteht man. Ellen Ripley ist halt die harte Sau, die es genauso mit allen Actionhelden dieser Zeit aufnehmen kann, weil sie halt einfach unkaputtbar ist. Ne? Ja. Also, das ist halt was Besonderes. Aber wir waren so ein bisschen noch bei der Sammlung. Ich wollte noch zwei Dinge ergänzen. Nein, bitte. Wobei ich gar nicht weiß, ob das vielleicht eher mit meiner persönlichen Erfahrung zusammenhängt. Ich finde, wir haben in den 80er Jahren ein Aufkommen von sehr vielen Martial-Arts-Filmen. Und wir haben auch da Schauspieler, die berühmt geworden sind, nicht für ihre Schauspielkunst. Ich meine, das haben wir im Action-Bereich sowieso viel, aber da noch ganz extrem, sondern eher für ihre körperlichen Fähigkeiten, dann alle Filme mit Steven Seagal. Oh Gott, ja. Stehe ich gerade am Schlauch. Jean-Claude Van Damme, ja. Aber da haben wir ganz viele Filme. Oder meine persönlichen Favorites, ich muss das einmal erwähnen, American Fighter, die Filme. Michael Dudikoff. Großartig. Die im Original American Ninja heißen. Aber ich hätte jetzt, also rein von meinen Gedankengängen her, also auch nur vom Gefühl her, hätte ich Van Damme und Seagal eher zu den 90ern zugeordnet. Weil genau das, was du gerade erwähnst, André, ich weiß, dass die Filme in den 80ern gemacht haben und da ihre Anfänge haben, aber genau das, was du gerade erwähnst mit den Martial-Arts-Einflüssen, das ist, und der Artistik eher in Actionfilmen, das ist etwas, was ich eher zu den 90ern einordnen würde. Gerade auch mit, auch wenn Jackie Chan natürlich in den 80ern Filme gemacht hat, sind seine Actionfilme, die amerikanischen größeren, erst in den 90ern gekommen. Und ich... Bei Steven Seagal ist es tatsächlich so. Der einzige Film, der damals Relevanz hatte von mit Steven Seagal, war Nico von 88. Hard to Kill, Deadly Revenge, das Brooklyn Massacre, das sind alles Filme, die ich schon gesehen habe. Das ist alles schon 90er tatsächlich. Ja, sein Debüt, also Nico war Ende der 80er tatsächlich. Genau, 88. Genau wie Bloodsport, meine ich. Ja, Bloodsport ist auch aus den 80ern, klar. Bloodsport auf jeden Fall aus den 80ern. Wir haben, falls ich noch einen Helden einwerfen darf, es gibt einen Helden, der schon mehrere Zeitepochen durchgenommen hat, über den ich auch schon sehr häufig gesprochen habe, der auch in den 80ern gerade einen sehr, sehr großen Wandel hatte. Und zwar vom Comedy-Helden hin zu einem harten Action-Helden und das durch einen Schauspieler wechseln. Das ist die James-Bond-Figur, die in den 80ern einmal noch dieser Dinosaurier aus den 60ern und 70ern war, nämlich mit Roger Moore, der dann eher auf Comedy getrimmt war und auf Charme zu einem James Bond hin, so wie man ihn noch gar nicht kannte, nämlich mit Timothy Dalton, der eigentlich eher ein Charakterdarsteller war und gar nicht die Physik eines Actionhelden hat. Und auch vielleicht auch gar nicht so dieses gute Aussehen hat, was mit Bond immer so stark in Verbindung gebracht wurde. Und der eine Bond-Figur gespielt hat, die viel ähnlicher an einem Bond ist, wie er heutzutage unter Daniel Craig ist. Aber vielleicht damals seiner Zeit einfach nur voraus war. Nämlich Filme wie Lizenz zum Töten galten damals als der absolut härteste Bond-Film überhaupt und sind heutzutage auch von der Machart her fast schon Daniel Craig-Standard. Ich finde es super, dass du das ansprichst, weil ich ein sehr lieber Mensch mich heute genau auf die Idee gebracht hat, dass der Vergleich der Bond-Figuren in den 80ern, 90ern und heute, dass der halt genau auch prägnant sein könnte für diese Zeit. Absolut, absolut. Ich würde nämlich auch, wenn wir nachher in die nächste Epoche übergehen, auch dazu kommen, wie die Bond-Figur sich von Timothy Dalton hin dann erstmal in den 90ern gewandelt hat, weil es ist tatsächlich so, dass du wirklich anhand der Bond-Figur so ein bisschen das Action-Genre im Zeitgeschehen auch sehen kannst. Das ist nämlich wirklich sehr ähnlich dann zu anderen Actionfilmen hin, das stimmt schon. Das ist das Schöne an so einer langjährigen Reihe, die seit über Jahrzehnte geht, dass sie natürlich auch immer versucht, sich an die Zeit anzupassen und dass man anhand dessen auch was ablesen kann. Und jetzt hatten wir gerade schon gesagt, also ich
bleibe dabei, so, dass es durchwürzt und gemischt ist, aber dieses Bild, auch Dolph Lundgren ist jemand, den wir gerade noch nicht angesprochen hatten, der mehrere Filme hatte, hier He-Man und Black Los Eagle. Amigos del Universo. dass man gerne zumindest auf diesen extrem aufgepumpten, der eigentlich gar nicht aussieht wie ein Nahkämpfer, sondern wirklich wie ein Bodybuilder-Helden gesetzt hat. Sehr stumpf natürlich auch. Ja, das war der Archetyp damals. Ne? Genau. Also ich meine, mit Conan angefangen eigentlich. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn heutzutage aus? Oder nehmen wir nochmal den Brückenweg über die 90er. Ich muss noch mal Mad Max einstreuen. Ich weiß, ihr hasst die Filme. ich hasse die Mad nicht. Max ist ein ganz wichtiger Film. Oder wenn wir können uns auch auf Kurt Russell einigen in Die Körperschlange, Snape Plissken. Indiana Jones haben wir auch vergessen, aber zu dem würde ich gleich sowieso einmal kurz kommen. Alle auch hier bei mir stehen. Jetzt, wenn wir einmal den Brückenweg über die 90er gehen, da habe ich nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass man in den 90ern noch nicht diesen genauen Weg gefunden hat. Man hat viele Filme gemacht, die sehr 80er-like waren. Alles mit Van Damme. Time Cop. Anfänglich der 90er auch ganz stark noch. Time Cop, geballte Ladung. Dann auch alle, du hast es gerade gesagt, diese Steven Seagal-Filme, die sind zwar zum großen Teil aus den 90ern, aber voll den 80er-Vibe. Ja, genau. Under Siege natürlich. Der einzige Film von ihm, der überhaupt ein bisschen Qualität hat, ist das ja, Alarmstufe Rot. Und dann hat man noch versucht, Allstars, die in den 80ern bekannt waren, die haben sehr viele Schrottsachen gedreht. Ja. Sylvester Stallone hat zum Beispiel dann versucht, etwas komödiantischer Stopp oder meine Mami schießt zu drehen. Gott, bei Arnold Schwarzenegger hat es 1996 einmal sogar ganz gut geklappt mit von James Cameron True Lies. Das ist ein Film, der auch kommerziell, persönliches jetzt mal beiseite, aber kommerziell relativ erfolgreich. Aber Schwarzenegger hat sich in den 90ern aber dann auch genau ähnlich wie Stallone auch oft in die Nesseln gesetzt, ne? Sowas wie Last Action Hero zum Beispiel. Ganz furchtbar, oder dieser Film The Sixth Day, glaube ich, ist das mit den Klonen. Und die 90er, die haben sich nicht so richtig gefunden. Einer meiner Lieblings-Action-Filme aus den 90ern ist zum Beispiel Ronin mit Robert De Niro. Mhm. Aber das ist nicht so ikonisches. Das ist nicht so, dass das diese Formel ist. Ah, so wollen wir jetzt diesen Actionfilm machen. Und das ist die Figur, wie der Actionfilm jetzt aussieht. Weil man ist ein bisschen da in den 80ern. Ist tatsächlich, wenn man da schaut, finde ich in den 90ern auch eine Lücke. Also da, wenn du 80er-Actionfilme mal irgendwie googelst oder Helden, da findest du eine Fülle. Wir sind ja gerade auch gar nicht abschließend gewesen mit dem, was wir aufgezählt haben. Da gibt's ja noch zig, die wissen wir auch nicht. Also, das passt zu dem, was ihr sagt. Das sind halt mehr oder weniger alles Versuche und, sagen wir mal, Aufwärmungen aus den 80ern mit den alten Helden. Ja. Aber es ist eigentlich nicht, also weniges, was ikonisch verhaften bleibt und weniges, was sich fortgesetzt hat. Ja, was in den 90ern meiner Meinung nach auffällig ist, ist, dass man angefangen hat, aus den Actionhelden, also man hat so ein bisschen die Physik und den Typ John McClane genommen, hat aber versucht, aus dem diesen Larger-than-Life-Action-Helden zu machen, wie die ganzen Arnold Schwarzenegger-Charaktere. Nämlich man hat in so Filmen wie alle Filme mit Nicolas Cage aus den 90ern halt sowas wie Face-Off oder The Rock oder sowas, wo er eigentlich so ein Allerwelts-Typ irgendwie auch ist, aber er ist trotzdem dieser richtig herbe Action-Typ, was schon komisch ist. Eine Ausnahme, Con Air, da ist er von Anfang an dieser Elite-Soldat, der jeden im Zweikampf fertig macht. Das meinte ich gerade schon, was ich zum Beispiel auffällig finde in den 90ern, ist, dass man viel sonst auf athletische Action gesetzt hat, mit diesen Jackie Chan-Filmen zum Beispiel, oder auch mit Typen wie Keanu Reeves so ein bisschen, die halt damals, Keanu Reeves kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, so steif wie der sich bewegt, dass der früher mal irgendwie sehr agil war und sportlich. Wo du gerade Keanu Reeves sagst, die Figur Neo, das ist doch somit die einzige ikonische 90er-Action-Figur, wo man sagt, diese Figur stammt aus den 90ern. Ja. Und das ist einer, wo man sogar den Rollennamen weiß. Alle wissen, das ist Neo, selbst Leute, die keine Fan-Nerds sind. Ansonsten, aber dank Agent Smith kennen wir auch seinen Nachnamen. Ich glaube, sonst hätte sich niemand gemerkt, wie der heißt. Heißt der Mr. Anderson? Aber
Und was in den 90ern noch ganz stark war, und da könnte man jetzt zum Beispiel wirklich den James-Bond-Einfluss nochmal nehmen, man hat in den 90ern schon versucht, aus diesen Actionfiguren so Superhelden zu machen. Und ich meine, ganz Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends kamen ja dann wirklich auch mal ausgereifte Superheldenfilme raus. Aber du hast ja in den 90ern dann sowas wie die Bond-Filme, wo James Bond, statt nur einfach dieser Bond-Charakter zu sein, ja wirklich ein Superheld ist, ein richtiger Superheld. James Bond reitet mit einer irgendeiner Scheibe und einem selbstgemachten hier Fallschirm auf Wasserwellen, Tsunamis rum und sowas und flieht vor Satellitenstrahlen auf dem Boden. Sowas gab es ja vorher auch noch nicht. Also selbst wenn Bond schon abgehoben war, war er da richtig abgehoben mit unsichtbaren Autos und sowas. Das ist ja schon so ein bisschen Actionformel von Avengers heute. Und es gibt eine Sache, die so gegen Ende der 90er in den Mainstream, die sich so ein bisschen verankerte im Mainstream-Action-Film. Das war Anfang der 90er noch nicht so. Und das, was man so als Role Model ist, nur des Films kennt, für die Action-Filme in den 80ern war, die waren in der Regel hart. Mhm. Sie waren alle recht brutal. Du hast natürlich in den 90ern, auch gegen Ende der 90er, ich habe gerade schon einmal kurz Con Air erwähnt, der ist auch brutal, der ist auch Ende 90er, irgendwie 97, 98 oder so. Du hast aber trotzdem angefangen, den Mainstream-Action-Film familienfreundlicher zu machen. Guck dir mal Terminator 3 an und vergleich das mit beiden Vorgängern. Das ist alles, ich sag mal in Anführungszeichen, weichgespült. Das ist bei James Bond, glaube ich, ähnlich, ja, bei den Pierce Brosnan-Filmen. Ja, und auch dann geht's häufiger in diese Komödienbereiche. Jackie Chan mit Chris Tucker, Rush Hour. Ne? Das hat für mich aber auch einen Hintergrund, den ich schon fast in mein Endfazit hier mit einbringen wollen würde. Und zwar liegt das meiner Meinung nach daran, und das, was du gerade meintest, ist eine Vorstufe zu einem Actionfilm, wie er heutzutage ist. Und das liegt ein bisschen daran, dass man in den 80ern, gerade in Amerika, noch nicht dieses Rating-System hatte, so wie es heute ist. Und man dann irgendwann diese, es gab ja da nur X-Rated oder R-Rated für Erwachsene und dann PG, dieses Parents Guidance. Und das heißt, dass Filme PG waren, die eigentlich ab 16 waren, für unsere Verhältnisse hier zum Beispiel, die dann dort schon kleine Kinder gucken konnten. Dann durch diese Einführung des Zwischenratings, durch Filme wie Gremlins zum Beispiel, von PG-13, ist man dazu übergegangen, Actionfilme gerade etwas runterzustufen, damit sie noch dieses Rating kriegen, damit auch jüngere Jugendliche diese Filme sehen können, weil die größte Kaufschicht für Merchandise sind. Ja. Weil solche Filme, sowas gerade wie Terminator und Co., die spawnen ja natürlich auch Merchandise ohne Ende. Das kaufen Erwachsene nicht. Wir kaufen das jetzt vielleicht, wenn wir alte Sachen aus den 80ern kriegen oder so, weil wir alte Kellerkinder sind, die ihr Spielzeug wieder haben wollen. Aber generell sind Kinder halt die Schicht, die man am meisten ansprechen muss, und mit einem reinen Film schaffst du auch heutzutage gar nicht mehr genügend Geld zu machen. Du musst das durch Merchandise noch mit reinkriegen, und deshalb sind Actionfilme auch immer weicher gespült worden. Das ist in den 90ern entstand das immer mehr, und deshalb sind die auch immer schwächer geworden mit weniger Blut, damit die Leute da auch immer mehr reingehen können, und ist meiner Meinung nach natürlich etwas, was das Genre auch mit zerstört hat und dahin geführt hat, wo es heute eher ist. Ja, wobei ich die Tendenz für heute, das ist eigentlich auch ein Punkt, den ich später noch ansprechen wollte. Wir wollten ja jetzt erst noch mal ein bisschen auf die Charaktere eingehen. Du hast seit die Frage stellen dürfen. Ja, du hast ja seit The Expendables hast du auch, was kommerzielle Actionfilme angeht, auch wieder eine andere Tendenz. Klar, es gibt Ausnahmen. John Wick, nimm Deadpool oder auch Logan. Das sind Filme, die gewollt auf explizite Gewalt setzen und trotzdem sehr erfolgreich einen Kinokasten sind. Ja, weil sie auch. Ja, aber die bringen auch sehr die Charaktere, die ikonischen Charaktere nach vorne mit viel Witz. Genau, ganz genau. Das sind Filme, die für uns auch gemacht sind. Ja, und da wollte ich jetzt auch ganz gerne einmal wieder darauf zu sprechen kommen. Jetzt hatten wir gerade einmal das Role Model der 80er mit den trotzdem erfolgreichen Randerscheinungen. Jetzt haben wir gesehen, es gab so eine Identitätskrise in den 90ern, die so ein bisschen... Ich wollte gerne zu den 90ern noch was erzählen, weil ihr werft euch immer die Bälle zu uns, dann da komme ich nicht dazwischen. Das
in den 90ern bei dieser Experimentierphase, da sind ja auch hin und wieder mal richtig gute Filme dabei rausgekommen. Sowas wie Leon der Profi zum Beispiel. Ja. Ich das ja ist auch ein total unscheinbarer Film, aber das ist jemand, der heute ikonisch dasteht wie ein John, also nicht vielleicht nicht ganz so bekannt wie ein John Rambo, aber ähnlich bekannt. Also zumindest den Leuten, auf jeden jemand, Fall. Der sich für Actionfilme interessiert, der kennt diesen Film. Ja, das ist ja, ich hatte ja gerade auch ein Beispiel genannt, einer meiner Lieblings-Actionfilme aus den 90ern ist Ronin mit, übrigens auch mit Jean Reno und Robert De Niro. Also ein großartiger Actionfilm, der auch zu heutigen Zeiten, der ist so gut gedreht und die Action-Szenen sehen so gut aus, dass du dir den heute noch richtig gut angucken kannst. Man, also das stimmt, was du sagst. Man kann dazu sagen, wenn die 90er für etwas bekannt waren, was Actionfilme angeht, dann nämlich etwas, was ihr beide nämlich jetzt erwähnt habt, nämlich für diese beiden Filme, und das sind Actionfilme für mehr Kopf. Also es sind Actionfilme, die anspruchsvoller sind, mit Charakteren, die eine viel stärkere Zeichnung haben als das, was wir aus den 80ern gewohnt waren. Da hat das man vielleicht, wenn wir bei Robert De Niro bleiben, mit Heat, der hat eigentlich nur 3 Action-Szenen, die sind aber so krass, dass Heat trotzdem als Action-Thriller gilt. Ja, ist auch ein Actionfilm. Ja. Da hat man eben auch dieses, das stimmt auch, da hast du auch diese... Das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Das sind komplexe Figuren, die alle Motivationen haben, wo Gut und Böse verwischt wird. Hast du bei Ronin auch und bei Leon der Profi natürlich, weil da ist der Protagonist ein Auftragsmörder. Da hast du also auch einen ganz guten Punkt noch reingebracht. Also, ja, also ich finde es auch ganz gut, dass wir das noch herausgekehrt haben, weil ich glaube, also das gerade das, was du gesagt hast, Björn, das sind Filme für mehr Kopf. Also die haben nicht diese stumpfen Role Models. Genau. Weil vorher sind die 90er Jahre so ein bisschen schlecht weggekommen, so nach dem Motto, wir haben nichts Ganzes, nichts Halbes, wissen noch nicht genau, wo wir hinwollen, aber es kann ja auch was Gutes sein. Es passt nicht ganz in dieses Genre jetzt, aber zum Beispiel ist ja auch Pulp Fiction aus den 90ern. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Actionfilm, aber es passt genauso in diese Kategorie experimentell und eher was, doch, wo man drüber nachdenken muss, obwohl es explizit gewalttätig ist. Ja, und Travolta war ja auch ganz gerne noch gesehen in Actionfilmen, vor allem bei John Woo, einmal bei Broken Arrow und einmal bei Face Off, wo er auch jeweils eine tragende Rolle hat. Ich dachte, wir lassen schlechte Actionfilme weg. Ja, ich kann dagegen nichts. Also Broken Arrow war noch irgendwie noch okay, aber Face Off komplett überbewertet. Ich war ja damals wie heute unkritisch und fand ihn gut, also von daher. Ja, heute würde ich ihn vielleicht auch schlecht finden. Ich mag die alten John Woo-Filme, da wären wir ja wieder in den 80ern, aber die hatten natürlich in der westlichen Welt, haben die diese Hongkong John Woo-Action-Filme, diese Heroic Bloodshed, nennt man das ja, die waren ja nicht so populär bei uns, deswegen würde ich die jetzt erstmal außen vor lassen. Das war ja eher Nischenkino. Mhm. Das ist auch heute noch. Klar waren die in Asien super erfolgreich, aber das ist nichts, was unsere Popkultur entscheidend, zumindest in den 80ern, entscheidend beeinflusst hätte. Heutzutage ist es was anderes, vor allem aber auch, weil John Woo noch nach Hollywood gegangen ist. John Wick zum Beispiel, die Schießereien teilweise sehr, sehr vom Heroic Bloodshed beeinflusst. Und dann würde ich auch einmal den Brückenschlag jetzt gehen in die 2000er. Ich würde jetzt einfach mal 10er und 20er zusammennehmen, sonst sind wir auch übermorgen hier. Und jetzt ist die Frage, hat sich wieder irgendwas herauskristallisiert? Haben wir wieder einen speziellen Actionfilm, einen Millennium-Actionstar? Gibt es da irgendwie eine Formel? So sieht er aus. Es gibt auf jeden Fall einen Action-Star, der ein bisschen heraussticht, und ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich so gut wie gar keinen Film von ihm gesehen habe, jemals oder wirklich einen Film von ihm kenne. Ich kenne ihn halt aus einem ganz anderen Genre oder aus einer ganz anderen Entertainment-Sparte. Das ist, glaube ich, Dwayne The Rock Johnson, der für Action-Kino wie kein anderer heutzutage steht, obwohl ich noch nie wirklich was von ihm gesehen habe. Das finde ich wiederum sehr interessant. Weil ich habe mir natürlich auch einige Leute aufgeschrieben und einige Dinge über John Wick haben wir gerade schon gesprochen. Und Tom Cruise ist ja durch Mission Impossible und diese Jack Reacher-Filme habe ich auch hier. Die haben ja eine ähnliche Ausstrahlung, auch wenn Tom Cruise natürlich ein etwas besserer Schauspieler ist als Keanu Reeves. Darf ich dazu eine ganz kurze Anekdote bringen, was Tom Cruise angeht? Ich habe heute auch drüber nachgedacht und dachte mir, natürlich, Tom Cruise ist doch heutzutage auch voll der große Actionheld. Tom Cruise in Mission Impossible in seiner Rolle Ethan Hawke. Danach ist mir auch erst bewusst geworden, nee, der hieß irgendwie anders. Der heißt anders. Ist jemand anderes, ne? Der arme Ethan Hawke. Ja, also in seiner Rolle Ethan Hunt. So wie
Relevanz, dass du denkst, er ist der Rollenname von Tom Cruise in Mission Impossible. Und das Witzige ist, als du gerade gesagt hast, Björn, ikonischer Star der 2000er, dann habe ich tatsächlich zwei Namen im Kopf gehabt. Entweder Dwayne The Rock Johnson oder Vin Diesel. Mhm. Ja. Diesel auch. Und Vin Diesel, gut, dass du den auch noch reinbringst, weil diese beiden, ne, Vin Diesel und Dwayne Johnson, das sind auch wieder diese aufgepumpten. Ansonsten hast du, auch wenn er viel mit Martial Arts hat, und natürlich ist er bei Transporter auch oben ohne, hast du Jason Statham, mhm. Dann hast du Tom Cruise, dann hast du natürlich, was hatte Jason ich gerade gesagt? Keanu Reeves. Jason Bourne ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Das sind eben diese etwas weniger physikalischen, aber ja. Nahkampftechnisch sehr starken Charaktere. Ich möchte noch einen Namen einmal reinwerfen, und zwar Mila Jovovich. Ja. Wegen dieser Resident Evil Filme, ne? Ultra Violet. Ich habe mir noch jemanden aufgeschrieben hier, und zwar Liam Neeson für Taken und viele andere Rentner-Action-Filme. Ja, aber Liam Neeson geht durch diese etwas weniger krasse Physik und diese Anzüge in diese Agenten Tom Cruise oder Matt Damon Sachen rein. Wenn man über Actionfilme jetzt aber von den letzten beiden Jahrzehnten spricht, dann darf man wirklich absolut nicht unter den Teppich kehren und nicht vergessen, dieses ganze Marvel-Kino. Halt jeder einzelne Film und Held daraus oder sowas, die sind ja auch gerade die Darsteller der Haupt-Avengers oder sowas gelten ja auch als totale Actionhelden. Das stimmt. Diese ganzen Ocean 11-Filme. Ja, da gibt's Oceans 12, 13. Also die sind ja durchnummeriert, ne? Also ja. Ocean-Filme, wie auch immer. Ja. Wobei da jetzt diese klassische, das sind jetzt, das sind aber nicht diese klassischen Actionhelden irgendwie. Das ist ja fast so ein Krimi. Wenn du das jetzt irgendwie mit Jack Reacher oder Mission Impossible vergleichst, da hast du ja schon irgendwie auch so einen speziellen Typus. Das stimmt, ja. Ja, ich find ganz witzig, wenn man sich jetzt mal so die Zeit anguckt und so einen Wandel dann sieht, wenn man jetzt wirklich mal Liam Neeson nennt, ne, der eigentlich in den 90ern eher ein Charakterdarsteller war, oder auch Tom Cruise, der in den 90ern ja sogar einen Oscar gekriegt hat. Liam Neeson auch. Und beide eher Charakterdarsteller waren und jetzt in ihrem höheren Alter dann eher zu Action-Darstellern wurden und eigentlich nichts anderes mehr drehen als das. Ja, und da gibt's noch einen als Star, und zwar Denzel Washington. Mhm. Der dreht auch sowas wie Equalizer und der hat noch andere Actionfilme. Ja, stimmt. Equalizer ist sogar sehr in diese John Wick-Schiene gegangen, auch so ein bisschen. Genau, ne? Er ist vom Charakterschauspieler auch in diese, ich hau mal allen Leuten auf die Fresse, Schiene gegangen. Ein Film, der sich eigentlich auch über mehrere Epochen zieht, ist zum Beispiel Bad Boys. Ja. Ist auch so ein klassischer Actionfilm eigentlich. Ja. Und der ist ja, der mir gerade erst eingefallen ist, mal schnell gegoogelt. Also der erste tatsächlich aus 95, dann Bad Boys 2 in 2003 und der letzte jetzt ja gerade 2020. Mhm. Und ich muss sagen, den letzten habe ich auch nochmal gesehen und das war so das, was ich gerade eingangs gesagt habe. Hin und wieder schaue ich da mal und ich habe mich richtig drüber gefreut. Echt? Weil der halt ganz genauso gemacht ist wie die ersten Filme. Da hat man keine großen Erwartungen dran. Man hat irgendwie eine Geschichte, die halt den typischen Verlauf nimmt und einen halt so ein, zwei Stunden ganz gut unterhält. Man denkt nicht weiter drüber nach. Alles ganz nett. Und was ich so gehört habe, haben sich die meisten Leute gefreut bei Bad Boys 3 darüber, dass der Film zu Ende ist. Ja, kann ich nicht so sagen. Ich fand den ganz okay. Ich möchte jetzt aber einen ganz wichtigen Punkt anbringen. Wir haben einmal in der 80er-Epoche darüber gesprochen, und zwar das Frauenbild. Mhm. Und jetzt haben wir nämlich auch, ich habe jetzt erstmal nur Mila Jovovich genannt, aber du hast auch, was das angeht, heutzutage eine ganz andere Besetzung. Bei Star Wars hast du direkt die Rey, die Hauptfigur ist. Mhm. Bei dem Star Wars-Film, den alle jetzt am besten finden, ich habe jetzt gerade den vergessen. Rogue One. Hast du auch eine weibliche Hauptfigur. Dann hast du Charlize Theron, die vermehrt in solchen Sachen wie Atomic Blonde mitspielt. Oder die hat jetzt auch diesen Netflix-Action-Film. Und du hast Zoe Saldana, die bei Star Trek eine Hauptrolle hat, bei den Guardians of the Galaxies. Und die hatte vorher auch so eine Art Jason Bourne-Film, wo sie so eine Auftragskillerin ist. Und du hast ein breit gefächerteres Frauenbild. Hier Black Widow.
Black Widow im Mainstream-Action-Film. Oder nehmen wir auch Mad Max, wo wir auch Charlize haben, die ja eigentlich irgendwie die heimliche Hauptfigur ist, weil die Geschichte, die erzählt wird, ist eigentlich aus ihrer Perspektive. Max ist eigentlich nur der Betrachter, der dabei ist. Ja. Und da sieht man einen krassen Wandel von den 80ern, wo wir jetzt einmal Sarah Connor und Ellen Ripley haben, die wir jetzt schon als ungewöhnlich, dass das so erfolgreich war, dargestellt haben. Und jetzt haben wir nämlich ein großes Frauenbild, auch bei den Hauptfiguren teilweise. Das war, ja, das stimmt. Also das hat sich schon verändert. Ja, André, du siehst aus, als ob du noch überlegst und irgendwas dazu sagen wollen würdest. Nee, nee, ich überlege halt einfach, war mir gerade keine ikonische Frauen-Actionheldenfigur jetzt aus der Neuzeit einfällt. Wir haben gerade über Sarah Connor und Ellen Ripley gesprochen. Also du kannst von Resident Evil halten, was du willst. Ich finde die furchtbar, aber Alice zum Beispiel ist eine sehr ikonische Frauenheldin. Ja, also ich, im Gegensatz zu euch, mag ich die Filme ja sehr. Also ich liebe die wirklich und ich finde halt Mila Jovovich in roten Abendkleid und Kampfstiefeln immer noch super. Das ist halt der Auftritt im ersten Resident Evil Film. Aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht an die Reichweite und die Wirkung einer Ellen Ripley herankommt. Und ich glaube, ich gebe dir da absolut recht, André, weil ich habe nämlich auch diese Probleme und in Vorbereitung zum Beispiel für diese Episode habe ich auch darüber nachgedacht, weil es ja auf Jörns Konzept auch stand mit den Frauenfiguren zum Beispiel. Und da habe ich echt drüber nachgedacht und so ganz spontan sind mir nur Frauenfiguren aus alten Actionfilmen eingefallen. Und diese ganzen, die du jetzt alle aufgezählt hast, Jörn, ne, die würde ich auch alle nicht ikonisch nennen. Und das liegt daran, man benutzt heutzutage sehr gerne Frauenfiguren als Actionhelden, aber die sind alle oder es krankt halt total an einer vernünftigen Charakterzeichnung für diese Figuren. Wenn du nämlich zum Beispiel Rey jetzt alleine aus Star Wars nennst, das ist ja ein Franchise, mit dem ich mich recht gut auskenne. Und egal, was ich jetzt von diesen neuen Star Wars Filmen halte oder nicht, dazu werden wir irgendwann mal kommen. Aber wenn man mal so ganz objektiv drüber schaut, über den Charakter Rey aus Star Wars, dann ist die von vorne bis hinten total clean cut. Die ist total super von vornherein. Die kann immer sofort alles. Sie hat keinen wirklich ausgeprägten Charakter. Das ist eine Sache, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen wollen würde. Ihr habt beide natürlich recht, wenn ihr sagt, das sind Figuren, an den Namen Sarah Connor und den Namen Ellen Ripley erinnere ich mich, aber an die Namen von den Figuren, also von den Filmen, die ich gerade genannt habe, erinnert man sich nicht. Die Sache ist aber, man versucht es trotzdem im Mainstream-Kino, Frauenfiguren mehr zu etablieren. Jetzt ist natürlich die Frage, macht man es richtig? Ich würde gerade ganz kurz nochmal einen Brückenschlag zurückgehen und sagen, jetzt war es ja in den 80ern so, dass es ungewöhnlich war, eine Frau zu besetzen. Wir hatten diese muskulösen Super-Dinosaurier, wie bei Predator zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, ist das denn überhaupt gut gealtert? Ist das gut in unsere Zeit heutzutage übersetzbar, dass wir nur diesen krassen, ja, teilweise unbesiegbaren Mann als Actionhelden haben und die Frau so zu kurz kommt? Ich finde, dass das gut funktioniert, solange der Actionheld alleine ist. Mhm. In den Szenen, wo der Actionheld dann tatsächlich mit Frauen, zu denen er irgendwie eine Beziehung hat oder zu denen er in der Handlung in Beziehung steht, zusammentrifft, da wirkt es für mich häufig sehr befremdlich, weil da nämlich genau dann diese unterschiedliche Rollenverteilung häufig sehr stark zum Vorschein kommt. Und das wirkt halt heute ähnlich befremdlich wie jemand, der sich irgendwie vor der Kamera eine Kippe anzündet. Also das sieht man ja heute auch nicht mehr so. Ja, das stimmt. Und danke, dass du das so sagst, weil da gibt es ein gutes Beispiel und da gibt es sogar innerhalb der 80er ein Beispiel, wie man es gut und wie man es schlecht machen kann. Und jetzt würde ich einmal kurz Indiana Jones ins Spiel bringen. Und da ist nämlich bei Tempel des Todes genau das, was du gerade gesagt hast, André. Inni! Unerträglich. Gott, da haben wir auch drüber gesprochen, in unserer Indie-Folge. Das Bild, das sie abgibt, ist einfach nur
pathetic, einfach armselig. Ja. Während du im ersten Indiana Jones Film, auch wenn sie einmal gekidnappt wird, aber ich meine, sie wird halt von Nazi-Soldaten geschnappt, sie ist trotzdem eine starke Frauenfigur. Absolut. Und im dritten Indiana Jones Film, den ich ja auch am liebsten sehe, Raiders of the, ach nicht Raiders, Raiders ist ja der erste. Last Crusade. Last Crusade, da hast du nochmal eine ganz andere Frauenfigur, und zwar eine, die ihre eigenen Interessen verfolgt, sich trotzdem in Indiana Jones verliebt. Indiana Jones verliebt sich aber auch in sie, weshalb das bei ihr nicht abschwächend für den Charakter gilt, die aber über Leichen geht und mit dem Teufel einen Pakt eingeht, um an ihr Ziel zu kommen. Also hast du da für einen Film dieser Art eine recht komplexe Frauenfigur sogar. Und da siehst du die bei Indiana Jones zum Beispiel, es gibt gut gealterte Filme, aber ja, da ist das Frauenbild bei einem dieser Filme sehr, sehr schlecht. Und das hast du, glaube ich, häufig in den 80ern gehabt. Ich musste in der Vorbereitung unbedingt, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, an Ghostbusters denken. Ihr erinnert euch, Ghostbusters, unsere allererste Podcast-Aufnahme damals noch vor dem Cliffhanger quasi. Das weiß keiner. Genau, das weiß hat noch niemand. Das hat niemand außer uns gehört. Nur eine Technik. Aber da ist das ganz extrem auch, weil wir da eben einen weiblichen Hauptcharakter haben, der eine starke Frau darstellt, die alleine lebt, die selbstständig ist, die beruflich erfolgreich ist, selbstbestimmt ist, aber die eigentlich nur dafür da ist, um dann in Not zu geraten und von den starken Männern, den Helden des Films, gerettet zu werden. Und das ist halt starke so ein Männer. Typisches... Ja, gut, aber es sind halt die Helden, ne? Ja, also die retten sie und letztlich... Das sind jetzt nicht die typischen Actionhelden. Aber bestimmt schon. Sie muss halt gerettet werden. Das prägt halt das Frauenbild von damals. Ne? Das stimmt. Also ja, klar, die Frau war in den 80ern meist die Damsel in Distress. Das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch in den 90ern schon ein bisschen besser geworden, wenn man da eine Frauenrolle noch nimmt, die wir vorhin auch vollkommen außer Acht gelassen haben. Ich wüsste jetzt ihren Namen auch nicht, weil es dann auch nicht so prägnant war. Aber Sandra Bullock in Speed, ihre Rolle in Speed zum Beispiel mit in den Bus, sie trägt ganz groß zur Story mit bei, sie hilft dem Protagonisten bei der Busfahrt, sie entschärft mit die Bombe und solche Sachen, also sie ist da ganz, ganz, sie wird selbst auch als starke Frau dargestellt dort, die jetzt nicht nur Hilfe braucht. Und Jamie Lee Curtis in dem Film, den du doof findest, True Lies, ist auch so. Die hat auch einen Character-Arc. Die ist am Anfang wirklich eine Hausfrau. Ja. Und am Ende ist es auch so, dass sie teilweise ihrem Mann das Leben, Harry heißt der, glaube ich, ne, der Hauptcharakter von Arnold Schwarzenegger gespielt, dass sie ihm auch das Leben rettet und am Ende ja sogar auch so eine Agentin wird. Ob das jetzt sinnig und gut ist, darüber... Richtig stark hat sie sich, glaube ich, in der Szene gefühlt, in der sie strippt. Ja, genau. Aber wenn man dann... einmal anschaut, wo sie am Ende ankommt, da ist es dann auch wieder was anderes. Aber wenn wir jetzt mal diesen Schluss nehmen, wie das Frauenbild gegenüber den Männern war, und jetzt gehen wir mal in die Neuzeit, greifen das Thema auf, wo wir gerade schon gesprochen haben, was ihr schon bewertet habt, die sind so clean cut und man kann sich nicht an die erinnern. Ist es denn so, dass man auf Teufel komm raus versucht, Frauenbilder zu etablieren, aber es nicht schafft, ein gutes Skript für die hinzumachen, weil man es verkrampft macht? Ich fürchte schon. Ich weiß es nicht. Vielleicht noch einen Gedanken, den ich da vorschieben will. Die Filme, die Beispiele, die wir gerade genannt haben, zum Beispiel Rey jetzt aus der Star Wars Saga. Ja. Ich finde, dass das nicht ganz fair ist, die heranzuziehen. Das trifft zwar alles zu für die Charakterzeichnung, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist die gesamte Star Wars Saga jetzt eigentlich keine, die jetzt ikonische, also die mit einem einzigen Namen verbunden sind. Ne? Also da sind ja ganz viele Charaktere drin, wo sich jeder mal einen raussuchen kann. Das ist halt das Universum, was steht. Während halt zum Beispiel bei einem John McClane, es ist halt die ganze Filmreihe, die um ihn herum gestrickt ist. Alan Ripley macht also Aliens, ist Alien Ripley. Die ganze Alien-Trilogie ist halt um diese Figur gestrickt. Und das ist halt aus meiner Sicht, das ist ein Unterschied, den muss man auch betonen. Ja, aber es geht ja jetzt nicht darum, halt welcher Charakter für ein Franchise steht. Darum geht's ja nicht. Aber für diese drei Filme aus diesem Jahrtausend von Star Wars ist Rey ja in dieser Trilogie die Hauptfigur. Sie ist ja der oberste Actionheld dieser Trilogie. Das wird ja jetzt nur bewertet. Wir bewerten ja nicht, dass sie das Sinnbild für Star Wars ist in diesem Jahrtausend. Nee, ich meine aber, dass sie kein ganzes
keine ganze Reihe begründet hat und kein ganzes Franchise begründet. Aber muss sie doch auch nicht, oder? Das ist ja nicht unser Thema. Genau. Ich finde, sie hat gar nicht die Gelegenheit, weil sie halt in ein vorhandenes Universum reinkommt und keine Gelegenheit hat, ein eigenes zu schaffen. Ja, aber das liegt dann vielleicht aber auch ein bisschen daran, wie ist sie denn geschrieben und was haben die Drehbuchautoren da gemacht? Es wird ja eine Geschichte fortgeführt und ich bringe jetzt nochmal, ich hatte euch ja auch schon mal am Anfang damit konfrontiert, diesen Begriff rein, der oftmals für Rey verwendet wird, nicht nur für Rey, und zwar den der Mary Sue. Und das ist ja jetzt genau diese Thematik, sind die Frauen zu sehr clean-cut, damit wir sie jetzt in den Vordergrund drücken können? Und ist Rey wirklich eine Mary Sue? Weil die Sache ist jetzt, die mir zum Beispiel ein bisschen bei ihr aufstößt, ich mag den ersten Film dieser Reihe auch. Mhm, ich auch. Es gibt eine Sache, die mir nicht gefällt am Ende, und zwar, dass sie den Kampf gegen Kylo Ren gewinnt. Es wäre besser, dass wenn sich diese Spalte da auftut und die getrennt werden, dass Kylo Ren eigentlich derjenige ist, der siegreich war. Mhm. Weil auch wenn sie das Universum nicht neu aufbaut, sondern sie kommt in ein vorhandenes Universum rein, ist es bei Luke Skywalker zum Beispiel so, der hat einen richtigen Weg. Der ist der Bauernjunge, dann ist er der ungeduldige Lehrling, der von seinem Feind geschlagen wird, bis er dann am Ende des Films endlich schafft, Darth Vader auf seine Seite zu holen und dadurch den Imperator zu besiegen. Während Rey schon am Ende des ersten Films, in dem sie mitspielt, ihren Hauptgegner, ihren Hauptantagonisten in Kylo Ren besiegt. Ja. Und der Zuschauer hinterlässt sowas natürlich immer einen bitteren Beigeschmack, weil man denkt, okay, wenn es eh keine Gefahr für sie gibt, wo geht ihre Reise eigentlich hin? Das ist etwas sehr Ähnliches zum Beispiel auch zu dem Marvel-Helden Captain Marvel, die ja auch vom Beginn des Films eigentlich der allerherbste Charakter im ganzen Film ist. Also ihr kann ja von Anfang an keiner wirklich was. Sie weiß in den ersten 10 Minuten noch nicht so ganz die Kraft zu entfesseln, aber das hat sie ja relativ schnell raus. Und dementsprechend kommt auch gar keine wirkliche Dramatik in dem Film auf, weil sie halt von Anfang bis Ende über allen anderen steht. Das macht sie ja dann sogar halt auch dann später in diesen Avengers-Film, wo sie gar keine Rolle spielt in Infinity War und in Endgame, aber trotzdem halt zum Save the Day kommt. Halt ganz am Ende mal eben rein, um mal alles wegzurocken. Ja. Ja, deswegen haben wir ja schon festgestellt, die einzige realistische Darstellung eines übermächtigen Heldencharakters ist ja sowieso Homelander in The Boys. Ja. Das stimmt. Übrigens, bei The Boys, die Starlight ist zum Beispiel für mich ein guter Frauencharakter, weil die kommt rein, die wird erstmal erniedrigt, die kommt in dieser Welt gar nicht zurecht, bis sie daraus Kraft schöpft und am Ende, schon am Ende der ersten Staffel schon eine sehr selbstbewusste Figur ist. Das stimmt. Aber sie muss immer dagegen ankämpfen. Ne? Dieses Bild, nur weil sie stark ist, fällt das nicht von ihr ab. Von daher ist das auch eine sehr gute Darstellung. Das stimmt. Ja, und sie finde ich zum Beispiel, sie sollte ein Role Model sein, wie man starke Frauencharaktere schreibt. Weil, deshalb ist sie auch im Gedächtnis. Ja, genau. Deswegen weiß jeder, dass sie Starlight heißt. Und jetzt ist die Frage, ist es denn im modernen Action-Kino so, dass die Frauencharaktere, die Hauptfiguren, oft so dargestellt werden? Weil Alice aus Resident Evil ist beispielsweise meines Erachtens auch so eine Art Figur, die komplett over the top ist, die jeden auch, sogar fast diesen Nemesis im zweiten Film, obwohl er unmenschlich ist, besiegen kann. Und da hat man nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, finde ich. Wenn ich mich da kurz reinwerfen darf, ich weiß halt nicht, ob das wirklich eine Sache ist, die wirklich nur Frauenrollen betrifft. Aber das wollte ich gleich noch ansprechen. Ich wollte jetzt erstmal kurz dabei bleiben. Und ja, dann aber das hängt doch zusammen, um deine Frage zu beantworten. Da muss man doch solche Vergleiche auch ziehen. Und deshalb finde ich irgendwie, ja, das sind Mary Sue-Charaktere, definitiv. Aber was ist denn The Rock und Co. heute in seinen Filmen? Ja. Die sind, und das ist ja das, was ich schon recht früh mit bemängelt habe. Ich finde, diese Charaktere in Actionfilmen sind ja alle ziemlich clean cut, vor allem heutzutage wieder. Während man eigentlich in den 90ern eher so eine Phase hatte, was wir gerade gesagt hatten, mit Charakterdarstellern zum Beispiel oder Charakteren. Und es ist ja eher wieder so wie in den 80ern, bloß dass man es heute auf Männer und Frauen projiziert und mit weniger Gewalt vielleicht ein bisschen. Aber generell sind
würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das nur auf Frauenrollen zutrifft. Diese Problematik, die wollte ich gleich auch, also Problematik, diesen Status wollte ich auch gerne gleich einmal ansprechen, weil genau das ein Punkt ist, auf den ich hinaus wollte, weil ich das nämlich genauso sehe. Wenn du dir einen Triple X mit Vin Diesel anguckst, der ist unbesiegbar. Ja. Und das, ich Actionfilme liebe, dieser Film macht mir keinen Spaß. Ja, die waren halt damals extrem hip, als die rausgekommen sind. Aber richtig gute Filme sind das einfach nicht. Gibt es nicht einen Triple X-Film mit LL Cool J? Nee, das ist mit Ice Cube. Ice Cube, ja. Ja, das ist der zweite. Und dann würde ich nämlich auch gerne wieder noch weiter einmal zurückgehen. Und zwar auf die 80er. Und da hast du das nämlich auch häufiger mal. Und dann nehme ich mal Commando. John Matrix in Commando. Der ist von vorne bis hinten, selbst der Hauptbösewicht hat keine Chance gegen ihn. Ja, aber dafür haben wir Arnie geliebt. Das ist genau das Gleiche. Diese Figur, das ist auch der Grund, warum Commando mit also wirklich nicht annähernd der beste Arnie-Film aus den 80ern ist. Wenn ich mir zum Beispiel Predator angucke, da kämpft er gegen menschliches Wesen und er ist so gut wie tot eigentlich und gewinnt nur durch Glück und Tricks. So funktioniert der Actionfilm. Deswegen finde ich, ist Predator trotz seiner Maskulinität auch gut gealtert. Weil du eine Figur hast, die einen übermächtigen Gegner hat, der und er kann ihn nur mit List und auch Glück besiegen. Aber das ist die typische Heldenstory, die du erzählst. Und das der Grund auch, was uns alle an solchen Stories fasziniert. Eine Story ist immer am besten natürlich, wenn der Held sich innerhalb einer Story entwickelt und dann am Ende siegreich ist. Du musst ja auch mit der Person mitfiebern. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum viele Actionfilme vielleicht auch nicht ganz so gut funktionieren oder halt einfach kopfloses Kino sind. Klar. Ja. Ja. Ja, aber scheinbar ist es leider so, dass wenn die ikonischen Frauenbilder, die im Kopf bleiben, immer noch Ripley und Sarah Connor sind, dass man es heute nicht schafft, wirklich gute Drehbücher zu schreiben. Es gibt gute Frauenfiguren. Ich hatte jetzt gerade Starlight aus The Boys schon genannt, die wirklich gut geschrieben ist. Aber ich suchte Gamora aus den Guardians-Filmen, vor allem mit ihrer Konfrontation mit Thanos in Infinity War. Eine der besten Figuren des ganzen Films. Ich habe sie mir vor ein paar Wochen nochmal angesehen. Und es kann halt auch gut funktionieren. Aber du hast recht, was du gerade sagst, Björn, es trifft halt, es ist kein Geschlechterding. Nee. Es trifft auf Männer als auch auf Frauen zu. Ja. Was ja grundsätzlich auch zu begrüßen ist, ne? Dass das ja heute gar nicht mehr so mit dem Geschlecht verbunden ist. Aber trotzdem würde ich mir einfach auch mal wünschen, dass es wirklich nochmal ikonische Helden gibt. Also ist mir eigentlich relativ egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau, aber fallen euch so wirklich prägnante Actionhelden ein, die so eine richtige Qualität haben? Ja, John Wick. Also John Wick ist für mich auch das, was mir sofort eingefallen ist für die heutige Zeit. Aber das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, weil er diesen wortkargen Coolness-Faktor hat und auch diese Brutalität, die mit einhergeht. Und das ist ja das, was ich anfänglich schon mal irgendwann sagte, warum meiner Meinung nach Actionfilme heutzutage für mich persönlich nicht mehr so gut funktionieren, weil die alle eher weichgespült sind durch diese ganzen Franchise- und Merchandise-Geschichten. Und John Wick wiederum ist eigentlich für Leute wie uns eher gemacht. Und man sieht daran, dass sie vielleicht doch noch ganz gut in Mainstream ankommen, aber die haben trotzdem, weiß ich gar nicht, also ich bin mir zumindest jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ein John Wick als Figur wirklich so ikonisch ist und den Einfluss auf jüngere Leute hat wie auf mich. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube nämlich, dass das nicht so ist. Das kann gut sein. Ich glaube wirklich, es stimmt, was du sagst, dass ein John Wick für Leute wie uns gemacht ist, die noch aus den 80er, 90er Jahren kommen, großes Fable für diese Filme haben. Aber es ist nicht so, dass, keine Ahnung, Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule heute durch die Gegend laufen und sagen, ich bin John Wick und du bist so und so. Nee, aber Deadpool das vielleicht. Dazu muss ich aber auch sagen, Björn und ich haben ja auch alle John Wick-Filme im Kino gesehen. Vor allem im zweiten erinnere ich mich dran, dass es ein sehr junges Publikum war im Kino. Ja? Also ich glaube schon, dass der eine mediale Präsenz hat, die es so seit 10 oder länger oder mehr Jahren nicht gab. Dass man sagt, oh, John Wick. Was vielleicht auch noch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Filme nicht nur ganz gut sind, sondern auch noch seinen Namen der titelgebende
Name des ganzen Films oder Franchises also ist. Ich kann mich daran jetzt nicht mehr erinnern, dass das so war, dass da wirklich das Publikum so dermaßen jung war. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber bei einem Charakter, der mir wirklich einfallen würde zu der Sache, die André gerade gesagt hat oder auf die wir gesamt gekommen sind, dass wir nicht so wissen, ob das jüngere Publikum diesen Charakter vielleicht genauso empfindet wie wir. Aber bei Deadpool bin ich mir ziemlich sicher, dass der auch heutzutage beim jungen Publikum gut ankommt. Das schon alleine, wie erfolgreich die beiden Deadpool-Filme im Kino waren und so ein bisschen auch erst selbst von Marvel selbst als Nische angesehen wurden. Und die haben diesen Brutalitätsfaktor, diesen Coolness-Faktor. Also Deadpool würde ich vielleicht doch schon in der Schiene sehen, auch was Merchandise angeht. Ich wollte dich nicht gerade schon wieder unterbrechen, aber ich musste gerade ein bisschen lachen, als du gesagt hast, ich weiß nicht mehr genau, wie das damals bei John Wick im Kino aussah. Ich wollte eigentlich direkt dazu sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt im Kino aussieht. Das stimmt. Deadpool, hast du sicherlich recht, das liegt aber auch einfach da. Also Deadpool ist ja einfach ein Nischen-Comic-Charakter, aber man muss einfach sagen, dass der großartig fürs Kino adaptiert wurde und für den Film haben die einen richtig guten Job gemacht und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, der funktioniert wirklich einfach auch als neue Action-Ikone. Ja, aber die Sache ist ja, ich habe da jetzt keine demografischen Bilder, die irgendwelche Statistiken zeigen. Aber sowohl Deadpool als auch John Wick, als auch Mad Max, das sind alles neue Actionfilme, die sehr brutal waren, über die sehr, sehr viel im Internet diskutiert wird. Mhm. Ich habe jetzt eben keine Übersicht darüber. Sind das nur Leute aus unserem Alter, Mitte, Ende 30, Anfang 40, die sagen, wow, was sind das für Filme und die sich in sozialen Netzwerken darüber austauschen. Aber es wird sehr viel über diese Filme gesprochen. Deswegen ist es schon so, dass auch der etwas härtere Actionfilm heutzutage, und ich sage, dass das schon seit Expendables so einen leichten Anstieg genommen hat, wieder etwas, präsenter geworden ist, als das zum Beispiel in der Jahrtausendwende mit solchen Sachen wie Terminator 3 war. Aber Jörn, es hat seine Gründe, warum man von Expendables 1 und 2 weg ist zu Expendables 3. Eben, weil es nämlich nicht so ist, dass man neues Publikum mit diesem Film erschlossen hat und dass die deshalb diesen Erfolg hatten. Die wollten erfolgreicher werden, haben ein PG-13-Rating angestrebt, um erfolgreicher zu werden. Und Ich habe aber auch nur einen Punkt genannt, ab wo man sich wieder getraut hat, brutalere Actionfilme zu nennen. Die Filme, die ich vorher genannt habe, die sind alle so erfolgreich gewesen, dass ich glaube, also Mad Max, John Wick und Deadpool, dass ich glaube, dass die auch ein jüngeres Publikum haben. Ja, gerade Mad Max auch kritikermäßig, ne? Auch die Oscars zum Beispiel hatte da auch Relevanz bei. Ich würde ganz gerne noch mal eine Frage in den Raum werfen. Und zwar, du hattest jetzt einmal das MCU angesprochen. Und jetzt hatten wir über Gewalt gesprochen und über Filme, die sich auch was trauen. Findet ihr, dass das MCU zu weich gespült ist? Ist es zu familienfreundlich dafür, dass da ein intergalaktischer Krieg ausbricht? Und also ich erinnere mal kurz an die New York-Szene aus dem ersten Avengers-Film. Du siehst, wie New York zerstört wird und du siehst keinen einzigen Zivilisten sterben in diesem Film. Und ja, man möchte natürlich das Publikum erreichen und möchte nicht zu viel Gewalt zeigen. Da frage ich mich aber, muss das so sein? Aber ich stelle dir mal eine Gegenfrage. Als du diesen Film gesehen hast, hat dich das irgendwie gestört beim Schauen? Ist dir das überhaupt wirklich bewusst geworden dabei? Ja, ist es. Echt? Das ist mir aufgefallen. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich darüber überhaupt gar keinen Gedanken verschwendet. Weil es ja eigentlich eine Materialschlacht ist und genügend andere Wesen zerfetzt werden. Man achtet da gar nicht so drauf, was mit den Zivilisten so wirklich geschieht. Und du kannst dadurch, dass so viel zu Schutt geht, eigentlich davon ausgehen, dass was mit Zivilisten geschieht, ohne dass man es sieht. Aber ja, um deine richtige Frage zu beantworten, natürlich ist das weichgespült und natürlich ist es dazu da, um wirklich auch Kinder ansprechen zu können. Halt. Also da willst du ja wirklich auch jeden mit ins Kino bringen. Ist das nicht auch in den Comics weich gespült? Klar, also absolut. Je nachdem, welche Fassung das ist. Also von daher, deswegen stört es, finde ich, nicht. Eben. Weil es ist eine Comic-Adaption und die ist halt richtig gut gemacht. Was mich stört ist, dass halt genau diese Marvel-Formel, die halt funktioniert, dass die jetzt auf alle anderen Filme übertragen wird. Das stört mich. Ja. Nicht die Marvel-Formel an sich. Das ist übrigens auch, ja, das stimmt.
Es hat mich nur interessiert. Also einmal noch mal kurz zu Björn. Ja, es ist mir im Kino aufgefallen, aber mehr amüsiert. Du weißt, wie geflasht ich war, als wir aus dem Kino rausgingen. Ja, deshalb. Es ist mir amüsiert trotzdem aufgefallen. Aber ein Gegenbeispiel, um deine Frage aufzugreifen, Hellboy 3. Das ist ein Film, also ich meine, wir haben darüber gesprochen, was wir von dem Film halten, aber das ist ein Film, wo man wirklich, also wo ich davor saß und dachte so, wow, was ist da los? Also ich meine, man sieht da wirklich, wie halt die Bevölkerung ausgelöscht wird. Ja. Wobei der Film nicht so sehr in den Mainstream gehen wollte, behaupte ich jetzt einfach mal, wie das zum Beispiel bei einem Mad Max oder ja, Deadpool auch nicht, aber John Wick und Mad Max zum Beispiel der Fall war. Ja, ich glaube, der war nicht dafür gemacht, so ein Riesenpublikum zu erreichen. Bei Deadpool glaube ich das auch nicht. Ich glaube, der wurde von vornherein für Tele 5 gedreht. Ja. Aber du hast natürlich recht, der ist natürlich wirklich sehr, ja, sehr. Aber ich meine, das war halt, ich weiß halt nicht, ob ich das besser finden würde. Ne? Also ich erwarte das eigentlich nicht bei einem Superheldenfilm. Gar nicht. Ein Superheldenfilm, der kann ruhig ein bisschen cheesy sein. Ich fand ja auch, wir haben neulich noch drüber gesprochen, Spawn. Boah. Nee, sorry, nicht Spawn. Gut, ich dachte schon. Ne. Venom. Ja, da verzieht er das genauso das Gesicht. Ja, allerdings. Trotz Venom. Alle Liebe. Da sieht man halt wirklich einfach, wie auch Menschen sterben und wie auch eigentlich der Held Menschen tötet. Das ist auch erstmal befremdlich. Da stört es aber nicht so sehr wie bei Hellboy 3. Befremdlich? Weil Venom halt, Venom halt für sich so ein bisschen steht. Und Hellboy geht eher so in diese, ja, cheesy Superhelden-Schiene. Ein bisschen cheesy muss da einfach drin sein. Es gibt auch noch eine Entwicklung, die mir nicht so gut gefällt. Und die kann man jetzt, Björn hatte schon einmal dieses James Bond-Beispiel genannt. Aber da ist es ja so, das rebootet sich ja quasi immer. Und jetzt gibt's auch noch eine Filmreihe, die großartig begann und ganz furchtbar wurde mit demselben Helden im selben Universum spielt. Und da sieht man, wie sehr Clean-Cut ein Charakter, der schon bestand und großartig war, ruinieren kann. Und zwar stirbt langsam. Mhm. Gibt's da mehr als 3 Filme? Bitte? Gibt's da mehr als 3 Filme? John McClane ist doch in den ersten 3 Filmen immer derselbe Typ. Was ist denn das Problem? Und das, was Björn sagt, entspricht halt so sehr den Tatsachen, wenn man sich stirbt langsam 4 und 5 anguckt, das ist einfach nicht mehr derselbe Charakter. Und da bin ich mir nicht sicher, was wollten die Leute da machen? Doch, natürlich bin ich mir sicher, die wollten auch da. Ah, stirbt langsam ist ein Franchise, das kennen alle. Da können wir vielleicht auch ein jüngeres Publikum bekommen. Und da hat man auch einen riesen Fehler gemacht. Zum einen sind die Filme ja auch gar nicht mehr brutal. Der Charakter hat nichts mehr mit dem Charakter vorher zu tun. Und natürlich hat John McClane One-Liner, aber John McClane würde nicht sowas sagen wie, bleib mal stehen, Spider-Boy, weil irgendjemand sehr agil ist und sich durch die Schächte durchspringt. Und da haben wir ein gutes Beispiel, wie man das heutige Action-Kino oder auch weichgespülte Action-Kino auch mit einem bestehenden Franchise machen kann. Ich finde das ganz gut, dass du das erwähnst. Das bringt mich auf eine Sache, die ich vor kurzem gesehen habe, die genau mit Stirb langsam zu tun hat. Und zwar habe ich mich auch mal gefragt, ob wir vielleicht nicht einfach nur ablehnend sind, weil der Charakter vielleicht so ein bisschen in die Richtung gebracht wurde, wie vielleicht Kino heute eher ist. Aber ein Fan der Stirb langsam Reihe hat mit seiner Freundin, die noch nie Stirb langsam gesehen hat, alle 5 Filme geschaut. Ohne nach einem Film, gar nicht wahr. Er hat sie die Filme alleine schauen lassen und hat dann von ihr Kritiken nach den Filmen verlangt. Mhm. Und ich fand das ganz witzig. Die hat sich die Filme angeguckt, hat von dem ersten total geschwärmt und meinte, der funktioniert heute noch richtig gut. Beim zweiten Film hat sie dann auch gesagt, das ist klar ein Abklatsch vom ersten Film, der macht aber trotzdem noch Spaß und hat halt mit Bruce Willis immer noch einen coolen, also mit John McClane einen coolen Charakter. Der dritte Film ist total anders als die ersten beiden, aber der ist richtig gut auch und ist abwechslungsreich. Und dann kam nur der vierte Film, die hat sofort gesagt, ich hatte das Gefühl, ich gucke hier einen James-Bond-Film. Und das stimmt auch, weil John McClane ab dem vierten Film total anders ist, aber ich war mir einfach wirklich nie sicher, ob ich nicht einfach sofort schon ablehnend reagiere oder eine ablehnende Haltung gegenüber diese Filme hat, aber die hat genau die Dinge bemängelt an dem vierten und fünften Teil und vor allem an den Charakter John McClane, die wir auch immer bemängeln. Ich behaupte, dass ich da reflektieren kann und ich bin sehr in mich gegangen noch bei John McClane,
bei Stellungnahme 4 und 5. Und was diese Figur da abzieht, und der ist halt auch, der steht über allem. Ja. Der hat nie Angst, und das ist bei dem alten John McClane nie der Fall. Der ist, der eigentlich scheißt er sich in die Hose, und der ist den meisten Gegnern auch fast unterlegen, nur weil er einen krassen Willen zeigt, einen krassen Überlebenswillen, schafft er sich auch gegen Leute, die ihm überlegen sind, körperlich überlegen sind, von ihren Martial-Arts-Fähigkeiten überlegen sind, schafft er sich irgendwie gegen die durchzusetzen. Und im 4 und 5 ist er einfach, als ob er ein Ex-Marine wäre oder ja, Navy SEAL. Genau, oder so. Genau. Oder ein Geheimagent. Genau. Und es macht auch keinen Spaß, sich diese Filme anzuschauen, weil er nie wirklich in Gefahr gerät. Mhm. Ja. Und das ist auch ein großes Problem bei heutigen Filmen, wie wir schon festgestellt haben, geschlechterunabhängig. Ja, dann können wir eigentlich schon fast ein Fazit ziehen, bevor wir uns jetzt noch zu sehr... ich bin schon beim letzten Getränk angekommen. Damit es halt aufzuhören. Genau, zu sehr, ich meine, es gibt so viele Actionhelden. Jetzt haben wir über Indiana Jones gesprochen. Wir hätten auch noch viel mehr über Axel Foley sprechen können. Überhaupt Eddie Murphy aus den 80ern. Björn und ich haben jetzt vor kurzem nämlich noch die beiden nur 48 Stunden gesehen, wovon der erste, ich sag mal, grenzwertig ist, was sein Umgang mit Afroamerikanern angeht. Den Film könntest du so heute nicht mehr drehen. Und der zweite Teil ist einfach nur noch schlecht. Also ist wirklich vom Skript her richtig dumm und hohl. So doof, dass es auch für einen Actionfilm keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja. Also es gibt noch so viele Sachen, die wir ausgraben können. Die Michael Dudikoff-Filme, die ja eigentlich noch für Low-Budget-Actionfilme noch weiter unten sind. Die hätten wir auch noch mal auspacken können. Aber ja, das Fazit, wo kommen wir denn hin? Hat sich der Actionfilm in eine Richtung bewegt, die uns gefällt? Björn hatte, glaube ich, schon angedeutet, nein. Naja, also mein Fazit wäre tatsächlich, dass der Actionfilm, es gibt gute Actionfilme, vor allem auch in den letzten beiden Jahrzehnten oder auch Actionserien, sowas wie 24 mit Jack Bauer, also Kiefer Sutherland, zumindest so die ersten zwei Staffeln fand ich ganz nett, weil die so einen Stirb-Langsam-Vibe haben. Dann die neueren Bond-Filme finde ich super. Ich mag die, obwohl ich die ersten Filme davon nicht so mag, mag ich die letzteren Mission Impossible-Filme. Die sind ganz cool, die finde ich ganz nett. Aber was mir heutzutage an Actionfilmen nicht gefällt, ist tatsächlich so ein bisschen die Weichspülung, dass der Gewaltgrad etwas abhanden kommt. Ich mag es nicht, dass auf Leute geschossen wird und kein Blut spritzt zum Beispiel. Das sind vielleicht Kleinigkeiten und andere Leute würden jetzt sagen, ja gut, ey, darüber kann man hinwegsehen. Aber mir gefällt das nicht. Das hat dich beim A-Team nicht gestört. Ja, die haben aber auch nie getroffen. Aber André, beim A-Team wird keiner getroffen. Genau, die haben immer daneben geschossen. Das aber das ist so eine Entwicklung und das ist etwas, was ich vorhin schon sagte, meiner Meinung nach in den 90ern schon anfing. Und zwar ist es diese Entwicklung hin, immer mehr auf Franchises zu setzen. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel ein John McClane immer weichgespülter wird und immer austauschbarer wird. Weil man versucht, mehr Zielgruppen immer zu vereinen und ins Kino zu kriegen und darüber hinaus dann noch Merchandise zu verkaufen. Und deshalb gefallen mir viele Actionfilme heutzutage nicht mehr so gut, weil es eigentlich gar nicht die Action ist, die dann da drin ist. Oder es ist die Action, die mir dann fehlt. Weil mit Action verbinde ich auch Brutalität, leider. Oder ja, Gott sei Dank. Nicht leider. Ja, aber ansonsten, klar gibt es noch coole Actionfilme auch, aber es ist meiner Meinung nach geschwunden etwas, also etwas runtergegangen. Ja, ich bin da ganz bei dir, Björn. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, heute interessieren mich Actionfilme gar nicht mehr so sehr. Und das hat auch einen Grund, eben genau den du gerade genannt hast, dass es alles sehr weich gespült wird. Die harten Charaktere, die man in den alten Filmen hatte, die schaue ich mir heute noch gerne an. Ja. Aber es gibt halt kaum noch etwas, was mich da interessiert. Und dieses Weichspülen und immer mehr Publikum ins Kino ziehen, das haben wir auch schon an anderen Stellen hier erwähnt, das stört mich total. Ich habe mich auch immer jetzt gescheut, das nochmal anzusprechen, weil das immer so ein bisschen wirkt wie, naja, wir sind die coolen Nerds und alles andere ist nur Mainstream und für den Konsum gemacht. Ja, natürlich sind wir das. Aber ich glaube leider, das stimmt. Ich meine, man kann das überall beobachten bei Star Wars. Jetzt beim Action-Genre waren wir dabei. Wir haben gerade schon mal die MCU-Formel angesprochen, die halt sich als sehr erfolgreich herausgestellt und jetzt übertragen wird auf alles Mögliche. Ja. Fluch und Segen. Das nervt fürchterlich.
Ich habe auch wirklich sehr wenige Filme in den letzten Jahren, wo ich wirklich sage, boah, die haben mich umgehauen. Also insbesondere nicht, wenn das größere Filme im Kino waren. Das waren dann eher so mal so kleine Spatenfilme. Okay. Aber was soll ich sagen? Mein Fazit ist, Broforce ist schon fast ein Jahr her. Wir sollten einfach mal wieder Broforce spielen. Ja, da bin ich dabei. Naja, also. Diesmal mit Ton. Ja. Ich kann euch nicht komplett. Ja, komm. Ich kann euch nicht komplett widersprechen. Ich sehe es von der Tendenz her in manchen Punkten ein bisschen anders. Ich glaube, dass es zwischendurch wirklich unglaublich weichgespült war. Solche Sachen wie das Terminator-Franchise hat sich bis heute hingezogen. Das bleibt weichgespült seit Terminator 3. Es gibt aber auch heute wieder mehr Mainstream-Action, der sich traut, ein bisschen provokativer zu sein. Jetzt hatte ich die schon genannt, ich wiederhole es einfach nochmal. Mad Max Fury Road, die John Wick-Reihe und auch Deadpool und auch Logan. Das sind alles Filme, die schon mit Deadpool, dem ersten, Deadpool einmal vielleicht zur Ausnahme, das waren Filme, die fürs Mainstream-Kino gemacht waren, wo man sagte, okay, das Rating interessiert uns jetzt nicht, wir machen den Film so, wie wir ihn künstlerisch machen möchten. Insgesamt stimmt es leider, was ihr sagt. Das sieht man bei Star Wars, das sieht man bei Terminator, das sieht man bei Alien, wobei Alien teilweise noch durchaus seine Brutalität hat, da liegt es aber eher an den faden Charakteren, die einfach null Character Arc oder Persönlichkeit haben, die es weitertragen. Ich sehe aber so ein bisschen Hoffnung am Firmament aufblitzen, wenn solche Filme wie Deadpool und John Wick weitergedreht werden. Es kann natürlich sein, dass irgendwann mal sich Leute zu sehr davon angegriffen fühlen oder die Studios auch sagen, wir wollen so viel Geld machen, dass wir es komplett ad acta legen, Filme mit einem höheren Rating zu machen. Das wird die Zeit zeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es war ein sehr interessantes Gespräch, wie immer, mit euch beiden. Und wir bedanken uns auch bei euch beim Zuhören. Und falls ihr dieselbe oder auch eine andere Meinung habt, schreibt es uns auch in die Kommentare. Wir diskutieren gerne mit euch. Auch wenn wir natürlich im Recht bleiben werden. Am Ende werdet ihr überzeugt sein. Am Ende werdet ihr überzeugt sein. Und so wünschen wir euch allen noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.